WDR 2. Radio zum Mitnehmen. Kabarett. Jetzt sagen Sie nicht, es ist wieder Dienstag. Wahlen, wohin man schaut. Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und dieses Wochenende natürlich Frankreich. Da sind immerhin 80% der Wahlberechtigten zur Wahl gegangen. Und wenn Präsident Sarkozys beste Wahlhelferin Angela Merkel noch ein paar Unterstützungsauftritte für Europas Möchtegern-Napoleon hinlegt, besteht die berechtigte Hoffnung, dass wir nach Berlusconi auch den zweiten Quartalsirren in Europa loswerden. Wenn man als amtierender Präsident trotz Amtsbonus nur 27% der Stimmen holt, kann man im Leben und im Amt nicht besonders viel richtig gemacht haben. Alles, was diesen im Leben zu kurz gekommenen populistischen Emporkömmling überhaupt noch im Rennen hält, ist die Tatsache, dass kein anderer Kandidat echte Begeisterung auslöst. Es ist in Europa inzwischen überall das Gleiche. So eine Stimmung wie »Den oder die wollen wir« oder »Das Programm, das überzeugt uns, das probieren wir jetzt mal aus, schlimmer kann es doch nicht werden«. Eine solche Stimmung will sich in unseren durch unzählige Wahlkämpfe mit den immer gleichen dummen Parolen wundgeriebenen Demokratien einfach nicht mehr einstellen. Längst kann sich jeder mündige Bürger aus den Begriffen Zukunft, Verantwortung, Aufbruch, dazu noch Sicherheit, Freiheit, Wachstum und Wohlstand die Wahlplakate selber basteln. Ich weiß nicht so ganz genau, was in Frankreich los ist, aber vermutlich sind die Probleme der Menschen die gleichen wie hier bei uns. Die goldenen Jahre der freien Marktwirtschaft sind vorbei und immer größere Teile der Bevölkerung werden bei der Verteilung der erwirtschafteten Güter benachteiligt. Das Problem verschärft sich von Jahr zu Jahr und keine der bekannten Parteien hat auch nur den Hauch einer Ahnung, wie die großen Probleme zu lösen wären. Auch den Franzosen wird man genau wie uns in den letzten 30 Jahren ein ums andere Mal ein gerechteres Steuersystem, ein bezahlbares Gesundheitssystem, ein faires Schulsystem, Wohlstand für alle, Frieden in Freiheit und den gleichzeitigen Abbau der Schulden versprochen haben. Aber sicher doch, und nachmittags nehmen wir dann die Quadratur des Kreises in Angriff. Alles, was dem Wahlvolk bleibt, ist die Wahl des berühmten kleineren Übels. Und genau deshalb steht schon vor der Wahl fest, dass uns hinterher allen wieder schlecht wird. Bis neulich.